Die Feuerwehr Stuttgart war heute im Bereich des Neckars auf einer Übungsfahrt mit ihren Feuerwehrbooten, als die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Boot eine neckartreibende Person feststellte. Diese Person wurde von der Feuerwehr gerettet und erstversorgt und im weiteren Lauf an den Rettungsdienst übergeben. Kurz danach wurde ein Betriebsunfall im Bereich des Leutze-Tunnels gemeldet. Hierbei verunglückte eine Person tödlich, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Jetzt im Unfallhergang kann man weiteres nichts aktuell sagen. Von der Feuerwehr Stuttgart waren zahlreiche Spezialkräfte, unter anderem die Taucher und die Höhenretter, im Einsatz. Aktuell laufen jetzt Vorbereitungen für umfangreiche Bergemaßnahmen. Dabei sind auch Fachberater des THWs im Einsatz. Und während der Akutphase waren auch Kräfte der DLRG im Einsatz. Aktuell gab es jetzt keine Schwierigkeiten. Natürlich waren es zwei verschiedene Örtlichkeiten, die erstmal verifiziert werden mussten, um dann die Einsatzkräfte auch zielgenau einzusetzen. Also es kamen nach und nach die Meldungen. Wie gesagt, die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren ja direkt am Neckar im Einsatz und haben die Person dann selber gesichtet und auch gemeldet der integrierten Leitstelle Stuttgart. Und die Meldung über den Betriebsunfall kam dann über den europaweiten Notruf 112. Die Feuerwehr Stuttgart und die DLRG waren mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz, darunter wie gesagt zahlreiche Spezialkräfte. Zudem war noch der Rettungsdienst mit rund 10 Einsatzkräften vor Ort.